Wir sind am Teil Nummer 3 von unserer Predigtserie Wurzeln aus der Kraft der Urkirche leben oder was die Urkirche uns sagen kann für heute. Und in dieser Predigtserie versuchen wir zu reflektieren über Grundlegendes rund um, was es heißt, Christ zu sein. Nicht der erste Woche hat Pater Martin diesen Vortrag gegeben. Letzte Woche durfte ich über den Dienst reden. Aber diese Woche geht es um noch ein grundlegenderes Thema. Also was heißt es, Christ zu sein? Aber das nicht einfach als persönliche Glaube, das ist der Punkt von dieser Predigtserie, sondern als gemeinschaftlicher Vollzug. Also nicht einfach ich glaube, sondern was heißt es, wenn wir sagen, wir glauben. Nicht einfach mein Vater, sondern Vater unser. Und in dieser Predigt geht es um einen weiteren Kernaspekt urkirchlichen Glaubens, und zwar der Glaube selbst. Was heißt es eigentlich, zu glauben? Was meinen wir, wenn wir sagen, ich glaube? In seiner Einführung in das Christentum hat Papst Benedikt, das war so ein Papst früher mal, weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, der anfängt sein Büchlein über dieses Thema mit einer Geschichte von einem brennenden Zirkus. Und da gibt es einen Clown und der läuft halt in das Dorf hinein und möchte die Dorfbewohner einfach bitten, nicht zu kommen und zu helfen, weil der Zirkus ist in Brand und außerdem gibt es trockene Felder zwischen dem Zirkus und dem Dorf und hat Angst, dass halt über die Felder dieses Feuer dann halt in das Dorf, auf das Dorf überschlägt. Und die Dorfbewohner lachen und meinen, der Clown spielt seine Rolle hervorragend. Nicht, das ist irgendwie ein Marketing-Trick, um die Leute in den Zirkus am Abend zu holen. Und der Clown schreit halt noch lauter und versucht noch verzweifelter, die Menschen zu überzeugen, dass der Zirkus brennt. Ja, und sie hören ihn nicht und lachen noch lauter und finde ich das ganze Ding sehr lustig und dann halt irgendwie brennt nicht der Zirkus, sondern auch das Dorf. Jetzt vergleicht der Papst die Rolle vom Clown mit dem Gläubigen heute. Was er oder sie in diese Welt herausruft, scheint doch von vornherein ein Kindheitstraum zu sein, dem, egal was gesagt wird, keinen echten Wahrheitsgehalt zu bemessen sei. Dafür scheint es aber auf der anderen Seite auch eine einfache Lösung zu geben, oder? Das heißt, der Gläubige müsste doch einfach nur sein Clownsgewand ablegen, einen rationalen Zugang zu den Dingen zurückgewinnen und alles ist wieder in Ordnung. Aber der Gläubige merkt zugleich, so einfach ist es nicht. Es verhält sich ja nicht so, dass die Dorfbewohner die einzig völlig Unwissenden sind, die nicht kapieren, es gibt einen Brand. Nicht, weil der Clown, wenn er reflektiert und kritisch über sich selbst nachdenkt, wird merken, um mit dem Papst zu sprechen, die bedrängende Macht des Unglaubens inmitten des eigenglaubenden Wollens. Nicht, ich will glauben, aber irgendwie, da steht auch so eine Macht da, die mich immer wieder ins Unglauben zurückholen möchte. Oder, und so scheint es irgendwie. Und er wird verstehen, dass seine Situation deswegen gar nicht so unterschiedlich ist von den Dorfbewohnern. Und um das klarzumachen, erzählt der Papst eine Geschichte von der heiligen Theresia von Lisieux. Das war eine junge Nonne, die in Frankreich gelebt hat im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert und die mit 24 gestorben ist. Beide ihre Eltern sind Heilige in der katholischen Kirche. Und ihr gesamtes Umfeld war so vom Glauben geprägt, dass man meinen könnte, wie sie für Glaube so real wie eine Eutrige oder ein Kuss. Also ein Käsekreiner oder ein Kuss. Und doch in den letzten Wochen ihres Lebens gesteht sie, wie erschütternd diese Macht des Unglaubens auch sein kann. Zitat: Die Gedankengänge der schlimmsten Materialisten drängen sich mir auf. Nicht, sie spürt irgendwie unter sich diesen Abgrund, wo sie vorher vielleicht so eine felsenfeste Sicherheit gespürt hat. Und das ist hier der Punkt, den ich mit euch teilen möchte. In dem Moment geht es einer heiligen Theresia nicht mehr um dies oder jenes, ob Beichte oder Eucharistie oder ob Maria in den Himmel aufgefahren ist, sondern es geht um alles oder nichts. Und das scheint die einzige Alternative zu sein. Nirgendwo scheint es irgendwie noch vor diesem Abgrund etwas zu geben, wo man sich festhalten könnte. Außer dieses kleine Ding, das man Glaube nennt.
Der Paul Claudel, ein französischer Schriftsteller, erzählt in einer seiner Werke von einem gewissen Rodrigo, der so ein bisschen ein Weltbummler ist und er reist und um die Welt herum auf einem Schiff. Und er hat einen Bruder und dieser Bruder heißt, er ist einfach eigentlich sein Bruder, ist ein bisschen so sein Kontrahent, so Gegenspieler. Und sein Bruder ist ein Jesuit, das heißt, er gehört einem katholischen Orden an. Und der Rodrigo, der ist so ein bisschen so Agnostiker, weiß gar nicht, ob er an Gott glaubt und so. Und sein Bruder ist auch in einem Schiff und dieses Schiff wird von Seeräubern gesenkt. Und sie binden diesen Bruder, also den Jesuiten, auf einem Planken und lassen ihn treiben ins Meer. Und sie binden ihn in der Form von einem Kreuz, also ChatGPT hat es nicht ganz hinbekommen mit unseren Jesuiten, aber mehr oder weniger nicht. Und er schwebt dann auf diesem Wasser und in seinem letzten Monolog erzählt er von dieser Erfahrung. Nicht? Er ist so eine Art Gespräch mit den Herren oder mit sich selbst und wo er auch da dieses, auf der einen Seite dieses, das Meer ist für ihn ein Bild für diesen Abgrund des Nichts. Und das Einzige, was ihn davon fernhält, in dieses Nichts einfach zu vergehen, ist noch diese kleine Leitplanken. Und er ist so auf diesen Leitplanken gebunden. Und es erinnert sich halt in ihn halt an Jesus, der am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wo er sich irgendwie näher zu Gott fühlt, als in jedem jeglichen anderen Moment seines Lebens. Dieses vor dem Abgrund des Nichts zu stehen. Und das Einzige, was mich irgendwie zurückhält davon, ist dieses kleine Ding, das wir Glauben nennen. Und ja, und dann gibt es ein anderes Beispiel von einem jüdischen Schriftsteller, der Martin Buber, vielleicht hat irgendjemand, der mal Philosophie studiert hat, von dem er gehört, ist vor einigen Jahren schon gestorben, erzählt eine ähnliche Geschichte, aber jetzt diesmal von einer anderen Perspektive. Und zwar, ein Aufklärer hörte von einem berühmten Rabbi und sucht ihn auf, um ihn von seinen rückständigen Glauben abzubringen. Nicht nur kommt in seine Stube und er sieht, wie dieser Rabbi mit einem Buch in der Hand begeistert hin und her auf und ab geht und in seinen Gedanken so verloren ist. Und dann auf einmal bemerkt dieser Rabbi, dass da jemand steht und dass wer das ist und schaut ihn flüchtig an und sagt, vielleicht ist es aber wahr. Und dem Gelehrten schlotterten die Knie, trotz all seiner Versuche, sich zusammenzureißen. Und der Rabbi sagt ihm, mein Sohn, die Großen der Tora, mit denen du gestritten hast, haben ihre Worte an dich verschwendet. Du hast, als du gingst, darüber gelacht. Sie haben dir Gott und sein Reich nicht auf den Tisch legen können und auch ich kann das nicht tun. Aber mein Sohn, bedenke, vielleicht ist es wahr. Und Buber erzählt, wie der Aufklärer versuchte, irgendwie zu entgegnen, aber dieses furchtbare Vielleicht hatte seinen Widerstand gebrochen. Jetzt deutet Papst Benedikt darauf hin, dass diese Situation von diesen beiden Seiten, ja, also sowohl die eine Situation wie die andere, die Situation des Menschen vor der Gottesfrage sehr präzise beschreiben. Die Alles-oder-Nichts-Frage ist unumgänglich. Wer die Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen, der seinerseits doch nie endgültig gewiss sagen kann, ob nicht doch der Glaube der Wahrheit sei. Und das ist eines das Erste, das ich hier auch mit Papst Benedikt festhalten möchte. Es scheint, dass das Geschick irgendwie des Menschen zu sein, nur durch die Rivalität zwischen Zweifel und Glaube, von Anfechtung und Gewissheit, die Endgültigkeit seines Daseins finden zu dürfen. Also der Punkt ist, der Mensch muss sich entscheiden, er wird immer irgendwas glauben müssen. Das heißt, Glaube spielt sich in dem Bereich der Grundentscheidungen ab. Da geht es nicht darum, irgendwas zu bereden oder zu bedenken oder irgendwie mit Wissen festzuhalten. Weil auf dem Wissensniveau, rein mit unserem rationalen Denken, spielt sich diese Frage überhaupt nicht ab. Und hier ein bisschen eine kleine Klammer, ein Wort am Rande, die uns gerade als Christengemeinde betrifft. Also liebe Mitchristen, aber auch vielleicht liebe Zweifelnden und Suchenden, vielleicht kann gerade dieser Zweifel, der den Glaubenden und den Nichtglaubenden bewahren kann von selbstgefälligen sich verkapseln ins eigene, ein Ort des authentischen Dialogs und der Kommunikation werden, wo wir aufeinander zugehen, aber eben nicht von der Höhe des Stolzes herabschauend, ich bin hier der Oberchecker und ich
sagst dir, wie es jetzt läuft, sondern weil man beide irgendwie auch vor dieser Situation ist und demütig auch irgendwie anerkennen muss, eine rationale Gewissheit in dem Sinn haben wir nicht auf dieser Wissensebene. Und es kann uns helfen, die Radikalität der Frage zu verstehen und die Entscheidung zu begreifen, um die es geht. Es geht nicht um dies oder jenes, sondern um alles oder nichts. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht sagen, dass unsere Gewissheit als Christen keine Gewissheit wäre, aber ich würde dafür plädieren, dass sie sehr wohl eine ist, aber sie ist anders. Sie spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Was ist das Besondere, dass ich glaube und dass wir glauben? Es ist interessant, dass wir überhaupt, wenn wir von Glauben reden, das mit dem Christentum in Verbindung bringen. Das ist nämlich nicht gleich einleuchtend, dass also Christentum als manchmal einfach der Glaube genannt wird. Weil denn Glaube ist nicht gleich Religion. Nicht? Man könnte argumentieren, dass es in vielen Religionen um eine Lebensordnung und Riten geht. Zum Beispiel alttestamentarisch gedacht, also jetzt im Alten Testament. Natürlich ging es auch um Glauben, aber es ging eigentlich primär um das Gesetz. Das Folgen des Gesetzes. Oder bei den Römern ging es um die Einhalten von gewissen Riten. Ein Akt des Glaubens an etwas übernatürlich könnte sogar zur Gänze fehlen. Und auch in der Geschichte des Christentums und auch unter uns kann das passieren. Nicht, dass wir das große Abenteuer, das, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, ich glaube, oft genug zu einem Art Schema oder System von Lebensordnungen und Konventionen wird. Es war schon immer eine Herausforderung, in die Dynamik des Ich glaube einzutreten. Und das hat auch erstmal einfach damit etwas zu tun, wieder mit Benedikt XVI. Zu reden, weil zwischen dem Menschen und Gott eine unendliche Kluft gibt, dass seine Augen nur das zu sehen vermögen, was Gott nicht ist. Gott ist unsichtbar, nicht? Das ist eine Kernaussage aus der Bibel. Und diese Grundaussage biblischen Glaubens ist zuerst aber eine Aussage über den Menschen selbst. Im Raum seines Sehens und Greifens kommt Gott nicht vor und wird nie vorkommen. Wird, wie sehr auch immer dieser Raum ausgeweitet werden mag. Zu sagen, ich glaube, heißt, dass der Glaubende eine zweite Zugangsform zur Wirklichkeit sucht. Er behauptet, dass das, was ich sehe, was ich antaste, was ich fühle, was ich höre, was ich rieche, nicht der einzige, noch der wesentliche Zugang zur Wirklichkeit ist. Und er behauptet ferner, dass diese zweite Zugangsform, was er Glaube nennt, das ist, wodurch er die entscheidende Eröffnung seiner Weltsicht überhaupt findet. Zu sagen, ich glaube, will die Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass dieses Nicht-zu-Sehende das eigentliche Wirkliche ist. Das, wodurch alles andere Wirkliche getragen wird. Es ist die Entscheidung dafür, dass es mitten menschlicher Existenz, also mitten von unserer menschlichen Existenz, einen Punkt gibt, der an das Unsichtbare stößt und es wirklich berührt und von diesem Unsichtbaren getragen und im Dasein erhalten wird. Und das ist die erste Bekehrung, die es braucht. Dein Glaube hat dich gerettet, hören wir heute im Evangelium. Das ist die erste Bekehrung, die es braucht. Die Anerkennung, dass der Mensch eine Illusion folgt, wenn er sich dem Greifbaren alleine verschreibt. Und das sehen wir alleine schon mal durch dem Wort. Nicht? Wenn wir sagen, zum Beispiel, ich habe etwas begriffen, ich habe etwas erfasst, dann ist es, als würde ich mit meinen intellektuellen Fingern irgendwie meine Hand um dieses Objekt, das ich gerade beschreibe, irgendwie jetzt, ich habe meine Hände darüber, ich habe es ergriffen, ich habe es gepackt, aber ich habe es durchschaut, ich habe es erfasst. Aber Gott können wir nicht erfassen, können wir nicht durchschauen, weil dann würden wir ja über ihn drüber stehen. Und das heißt, die erste Bekehrung, eben, die es braucht, ist anzuerkennen, dass dem überhaupt so ist. Das ist auch ein Schritt der Demut, weil es irgendwie auch aussagt, dass der Mensch nicht fähig ist, alles einfach durch das, was er erfassen kann, durch seine Sinneswahrnehmung, dass da etwas Tieferes liegt. Und daher hat Glaube immer etwas von diesem abenteuerlichen Bruch und Sprung an sich, weil es um ein Wagnis geht, die Entscheidung, das Nicht-zu-Sehende als das eigentlich Wirkliche anzunehmen. Jetzt
kommt aber für den christlichen Glauben etwas weiteres hinzu. Und es ist der Glaube an die Menschwerdung Gottes. Also der Glaube daran, dass Gott an einem winzigen historischen Augenblick einen anscheinend unbedeutenden Planeten inmitten von einem fast unendlich erscheinenden Universum selbst Mensch geworden ist. Das heißt, wenn wir in den Augen Jesu schauen, das ist die christliche Aussage, schauen wir dabei in die Augen Gottes selbst. Es ist keine größere Selbstoffenbarung Gottes vorstellbar als diese. Das Unsichtbare hat sich sichtbar gemacht. Er offenbarte sich und hat sich unendlich in unsere Nähe gerückt. Gott zeigt sich endlich. Und das Unsichtbare wird sichtbar. Aber beim näheren Hinschauen scheint das Gegenteil dadurch geschehen zu sein. Das Sich-Kleinmachen Gottes in Jesus Christus scheint ihm noch ferner entrückt zu haben. Ich glaube, auf der einen Seite scheint es, dass ich müsste jetzt eigentlich nur noch die paar Schritte zu diesen Palästinenser hingehen und ich werde Gott begegnen. Aber gerade dieses Kleinmachen Gottes, nicht wir katholische Christen glauben zum Beispiel heute, sagen wir, dass auf diesem Altar Gott selber in dieser Hostie gegenwärtig wird. Und dann ist vielleicht die Reaktion zu sagen, like, wie soll das, der allmächtige Gott in dieser Hostie gegenwärtig? Like, really? Wäre es nicht einfacher, wenn er eine Form von östlichen Religionen einfach entfernte Ewigkeit entrückt bliebe? Diese Demut Gottes, es ist diese Demut Gottes, die ja überhaupt erst Nietzsches Tod Gottes ermöglicht hat. Weil dann diese Reaktion kommt, so kann es nicht sein, es kann nicht sein. Also wir haben vorher gesagt, dass der Glaube eine Entscheidung für das Primat des Unsichtbaren über das Sichtbare bedarf. Aber hier wird ein zweites deutlich. Glauben ist eine Entscheidung für den Primat des Geschenks und des Empfangens über das Machbaren und Gemachten. Den Glauben können wir nicht machen. Er wird nicht von uns auf den Tisch gelegt. Und wenn wir das versuchen, dann ist das, was wir aufgetischt haben, nicht mehr Glaube und nicht mehr Gott. Glaube ist ein Geschenk, ein Empfangen. Es ist Berührung mit der Wirklichkeit Gottes in Jesus Christus selbst. Ein Feststehen in diese Beziehung, in die er uns hineingestellt hat. Er hat diesen Schritt auf uns zugemacht. Und auch dieses Annehmen des Geschenks und das sich lieben lassen bedarf Demut. Nicht, wenn ich in einem Flugzeug bin und ein Fallschirmspringer bin und jemand mir sagt, ich glaube, da ist ein Fallschirm in deinem Rucksack. Das reicht mir nicht genug. Nicht? Allein die, also wenn wir das Wort Glaube nutzen auf Deutsch, hat es halt diese doppelte Bedeutung, nicht? Also so ein Glaube reicht mir nicht. Aber wenn das mein bester Freund ist und er mir sagt, ich habe alles überprüft, alles ist okay, 100 Pro, du kannst springen. Und er mein bester Freund ist und ich dann sage, ich glaube dir, dann kann mir dieser Glaube eine Sicherheit geben, die ist größer als 2 und 2 ist 4 fast. Versteht ihr? Also das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin, bedarf es erstmal, zum Beispiel, wenn ich verliebt bin in jemand, das Wissen wird mir nicht den Sinn dieser Beziehung geben. Ich kann noch so viel über diesen Menschen wissen. Aber es bedarf die Entscheidung. Nicht, das ist dieser Gedanke von Thomas von Aquin, der sagt, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Aber um jemanden wirklich tief zu kennen, musst du ihn lieben. Und das hat mit einer Entscheidung zu tun. Es ist erst diese Grundentscheidung, dass für diese Beziehung, wo mir einfach diese Welt überhaupt erst aufgeht, nicht? Ein Akt des Vertrauens in Gott. Und eigentlich ist daher eigentlich dieses Thema christlicher Glaube in Hoffnung und Liebe ist fast dasselbe. Nicht? Weil es ist, mich ihm anzuvertrauen und zu sagen, Herr, ich glaube, ich baue auf diese Beziehung. Und jetzt sehen wir das, was passiert heute im Evangelium. Nicht? Dieses Kleinwerden Gottes bedarf diesen Wagnis des Glaubens und des Geschenk des Glaubens auf noch radikalere Weise. Nicht? Es bedarf diese Demut des Bartimäus, der anerkennt, dass er noch nicht sehen kann. Und die vielen befehlen jetzt Bartimäus, den Mund zu halten und nicht mehr zu schreien. Und so kann es auch heute sein. Nicht? Der Christ, der versucht zu glauben, nicht sein Umfeld, alles um ihn herum, macht es vielleicht echt schwer, diesen Schritt zu machen. Du bist doch in deiner Blindheit verfangen, das mit Gott und Glaube und Sohn Gottes ist doch ein Kindheitstraum, aus dem es zu erwachen gilt. Höre doch auf zu schreien, es bringt nichts. Was macht der Blinde? Er schreit noch viel lauter. Und Jesus
bringt ihn dazu, seine tiefe Sehnsucht in seinem Herz nochmals zu formulieren. Er ist ja Gott, er kennt genau, was seine Sehnsucht ist, dass er jetzt sehen möchte. Aber er weiß, wie gut es ihn tut, das nochmal zu formulieren, zu sagen, Herr, ich möchte sehen. Und er ist der Einzige, der sieht, interessanterweise. Nicht die Jünger, das haben wir letzte Woche gesehen, Jesus hatte gerade prophezeit, dass er ans Kreuz gehen wird. Er wird geschmäht und er wird gespottet. Und was machen die Jünger? Die streiten über die ersten Plätze, wer der Größte sei. Also sie sind blind. Und der Einzige, der hier wirklich sieht in diesem Moment, ist dieser Blinder, paradoxerweise. Weil er erstmal auch anerkennt, dass er überhaupt blind ist, dass er neu lernen muss zu sehen, wirklich zu sehen. Und es ist gerade hier, zeigt sich der Herr als der Herr. Er fragt ihn, bringt ihn zu formulieren, was er eigentlich sucht. Ich will sehen werden und der Herr kommt diese Bitte entgegen. Es ist erst durch diese Begegnung mit Jesus Christus, würde der Christ behaupten, dass der blinde Bartimäus und du und ich überhaupt sehen können. Er ist das Muster und die Ikone und das Paradigma und der Archetyp, ohne dem nichts in diesem Universum ultimativ verständlich ist, noch Sinn macht. Warum bin ich hier? Wer bin ich überhaupt? Was ist meine Identität? Gott offenbart sich als Gemeinschaft, nicht als Vater, als Sohn, als Geist, als Liebe. Und Kraft dieses Geistes werde ich Sohn Gottes, Tochter Gottes, geliebt vom himmlischen Vater. Wir gewinnen unsere eigentliche Identität in Christus. Das alte Gewand wird abgeworfen, nicht der Blinde wirft sein Gewand ab. Ich werde neu bekleidet. Es bedarf nicht dieses demütige Rufen des Blinden, eleison me, Kyrie eleison me. Und wie schön es ist, dass in jeder Messe wir wiederholen dieses Gebet, dieses Blinden am Anfang der Messe 6-mal eleison me, Kyrie eleison me, Christe eleison me. Sohn Davids, du bist der verheißene Messias. Ich glaube, ich vertraue mich deiner barmherzigen Lieben an. Ich verdiene es nicht, es ist ein Geschenk. Du kannst es tun. Und das ist das Gewaltige. Sofort kann er sehen. Er ist anscheinend der Einzige, der hier richtig sieht und er folgt Jesus auf seinen Weg nach Jerusalem auf. Nicht? Also es bedarf hier diese doppelte Bekehrung. Erstmal dieses Ja-Sagen zu sagen, okay, die Primat des Unsichtbaren vor dem Sichtbaren und das Primat des Geschenkes vor dem Machen und der Leistung. Nicht? Der Christ, der überzeugt ist, dass was uns unsere Identität schenkt, ist nicht, dass ich mich selbst erschaffe durch meine Leistung, sondern dass ich meine Identität geschenkt werde als ein Akt der Liebe. Dass mir meine Würde geschenkt wird durch diese Größe Gottes. Dass er sich selbst hingibt für mich. Der Christ, der merkt, wow, ich habe so eine Größe Würde, weil ein allmächtiger Gott selbst sein Leben für mich hingibt. Weil er selbst sich hingibt hier in der Eucharistie für mich, weil er mich liebt. Das ist, was mir meine Würde gibt. Das ist ein Geschenk. Und das hat natürlich jetzt wahnsinnig viele Konsequenzen. Nicht, wofür wir jetzt ein ganzes Leben darüber nachdenken können. Was heißt es, die Priorität des Unsichtbaren über das Sichtbaren und in eine Logik des Geschenkwerdens hineinzutreten, statt der Leistung? Aber erstmal ist diese Kernentscheidung wichtig. Und wenn wir haben in der letzten Predigtserie über nicht neue Götter, alte Fragen nachgedacht, nicht? Was heißt es, christlich zu denken? Und hier erreichen wir so wirklich den Kern, nicht dessen, was es heißt, Christ zu sein, ist eine Entscheidung für dieses Geschenk, ein Ja bejahen dieses Geschenk, das mir zuteil wird. Und es ist interessant, dass Jesus Bartimäus nicht direkt ruft, nicht er gebietet den Menschen, um ihn herum zu rufen. Sorry. Damit wird klar, was unsere Rolle als Kirchengemeinde ist. Wir werden eingeladen, Jesu Ruf in diese Welt herauszurufen. Der Herr ruft Menschen zu ihm zu kommen, herausgerufen zu werden aus dem ich-zentrierten Projekt der Selbstverwirklichung und zu realisieren, dass wir zu höherem, zu so viel mehr berufen sind, als nur der langweilige Streben nach Selbstverwirklichung, nach Erfüllung der eigenen Interessen und Vorlieben, nach dem Sichtbaren, Antastbaren, Hörbaren und Schmeckbaren. Er will uns zu einer Fülle am Leben führen. Es bedarf es, sich daher auf diesen Weg zu machen, nicht? Der Blinde folgt Jesus auf den Weg. Es ist interessant, dass die Urkirche oft einfach genannt wurde, der Weg. Nicht diesen Weg, Jesus folgen, nicht vorher, nicht nebenan, sondern hinterher zu gehen. Und es braucht Menschen, die dem Herrn ihre Stimme verleihen, sodass der Herr Bartimäus in dieser Welt sehen machen kann. Nicht in Kirche zu Beginn hat es genauso verstanden. Nicht der Ort, wo Menschen vom Herrn gerufen werden, durch die Begegnung mit ihm sehen zu werden und seine Jüngerschaft einzutreten auf seinen Weg zu folgen.
natürlich kann uns als Gemeinschaft der Glauben da auch eine Versuchung kommen. Nicht? Sie wurden ärgerlich im Befehlen, den Typen zu schweigen. Und wehe uns, wenn wir als Kirchengemeinde oder als Gemeinschaft versuchen, den schreienden Befehlen zu schweigen. Weil er nicht so sieht, wie wir sehen, weil er nicht einer von uns ist, weil er auffällig ist, weil er lästig ist, weil er anders gekleidet ist, weil er doch so anders denkt, weil er nicht gerade so im Plan hereinpasst. Nicht Menschen sollen zu Jesus kommen, wie wir uns das vorstellen, oder? Wir wollen ja Jesus nicht belästigen, wir wissen es ja besser. Und wie schön es ist, wenn es Sehende gibt, die sich darüber freuen, nicht wenn Menschen zu ihm finden. Rick Warren, ein protestantischer Pastor, hat es mal, um die Metapher zu ändern, anders ausgedrückt. Er sagte, wir Christen haben die Berufung zu fischen, aber wir mögen die Fische nicht wirklich so. Sie riechen nicht so, wie wir es wollen, sie sind nass und glitschig. Sie sehen nicht so aus, denken anders, machen uns nur Probleme, besser sie bleiben doch gleich im Wasser. Wir glauben vielleicht auch nicht wirklich so daran, dass das Sterben in Christus wirklich eine Fülle am Leben uns schenkt. Und da braucht es halt eben dieses mit, was wir heute gehört haben, nicht steh auf, hab nur Mut, er ruft dich, auszurufen. Und auch jeder von uns, dass wir diese Worte auch immer wieder hören. Nicht? Er ruft uns, zu ihm zu kommen und diese demütige Worte auszurufen, ich glaube. Also zusammenzufassen, Glaube ist die Begegnung mit dem Unsichtbaren, der sich uns in Jesus Christus entgegentritt und offenbart. Es ist die Entscheidung für ihn, das Anerkennen, dass nur er uns wirklich sehend macht. Es ist die Annahme seiner rettenden und erlösenden Liebe. Zugleich ist es ein Glaube, der von einem Wir-Glauben der Kirche ermöglicht und getragen wird. Wir brauchen Orte, wo diese Begegnung stattfinden kann, wo wir ermutigt werden, wo es Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, uns ermutigen, aufzustehen und zu Jesus zu kommen. Vielleicht eine praktische Sache, das wir machen könnten zu der Woche, was ich euch einladen möchte, ist gerade, vielleicht wenn ich diesen Abgrund ein bisschen spüre, und das kann immer leicht vorkommen, nicht? Weil auch in einer Beziehung, je tiefer diese Beziehung geht, desto sicherer bin ich durchs Vertrauen, und doch kann immer diese nagenden Zweifel immer hochkommen. Brauchst neu diese Entscheidung und zu sagen, Jesus, dieses Jesus-Gebet, nicht Jesus, Herr, Kyrie eleison, hab Erbarmen mit mir, lass mich sehen werden. Ein zweites Ding, was ich glaube, manchmal auch sehr helfen kann, ist, wir haben sehr viele Kleingruppen hier im Zentrum, wollen auch ein bisschen neu damit anfangen. Manche sind ein bisschen geschlossen, sich ist auch okay, aber wir starten jetzt wieder 2 Connect-Gruppen Ende November, und wo man einfach spontan dazu kommen kann, am letzten Donnerstag im November, und auch es gibt eine Connect-Group für Männer. Aber es wäre so Momente, nicht, wo wir einfach uns gegenseitig stärken über die Messe hinaus. Und dann als letztes, was ich euch vorschlagen möchte, vielleicht für jene, die schon ein bisschen weiter im Glauben unterwegs seid, stellt sich für mich Glaube dar als eine Zusammenstellung von Lebensformen und Riten oder Dingen, die ich machen muss? Oder verstehe ich diese innere Dynamik des Glaubens als ein Alles oder Nichts? Es geht um Alles oder Nichts. Es geht nicht nur ein bisschen da, so, da gibt es meine Freizeit, meine Arbeit, meine Familie und dann gibt es Jesus. Sondern es geht um Alles oder Nichts. Wie ist das bei mir? Nicht vielleicht mal diese Frage mit ein bisschen schwanger zu werden während der Woche. Wäre vielleicht eine coole Idee. Und dann beten wir einfach füreinander, dass der Herr uns helfen möge, dass er unser Glauben stärke. Es gibt dieses wunderschöne Gebet von diesem einen, der zu Jesus kommt und Jesus fragt, ob er ihn glaubt, und er sagt, Herr, ich glaube, aber hilf mein Unglauben. Nicht? Wo er es selbst auch da merkt, okay, ich brauche deine Hilfe. Bitten wir da füreinander, dass der Herr uns da auch helfen möge. Amen.